Hallo, ganz schön wirklich. Fett auch. Willkommen zurück zum Daily Shit, ja, okay. Was geht ab? Mit dabei. Ey, mal ganz kurz alle stehen bleiben, Leute. Warum? Wenn ihr zum Start guckt, ja. Ja, da steht da ja. Hure! Hure! The Grape. Ja. Ja. Das ist das bei euch auch so, dass durch den Schatten Rape dunkler ist als der Rest? Ja. Ja. Das ist auch gewollt. Das ist auch gewollt, ja. Das denke ich nämlich auch, dass das so gewollt ist. Kleine Ach, Miese. Bram, ey, du verdeckst dein Gesicht mit deinem fetten Arsch. Ich habe gestern ein Pizza probiert zu Star Citizen aufgenommen. Und Sebastian und Christian wissen schon, also ich will jetzt hier kein Fazit vorwegnehmen oder so. Das kommt am Sonntag, liebe Zuschauer. Aber, jetzt muss ich gerade kurz Bram runterschlagen. Ich hab's geschafft. Es war. Out es of war, my way! Boah, es war fuck ein klassisches Desaster. Sepp und Chris haben das ja schon mitbekommen. Das hat nichts funktioniert. Ich musste erstmal das Spiel lernen und so. Das ist ziemlich kompliziert und alles. Ah! Ich habe Stunden dafür gebraucht. Und dann, als ich es endlich geschafft habe, da habe ich dann gestern Abend versucht zu schneiden und dann habe ich gemerkt, durch meine Einstellung bei OBS, dass das Mikrofon teilweise gemutet wird und ich das Mikrofon ein Stück zu weit weg hatte. Ja, da habe ich auch deswegen das, vollkommen im Arsch. Deswegen habe ich dieses Noise Gate komplett deaktiviert. Mann! Christian, ey! Das heißt, ich durfte dieses komplette Piecemeal probieren, wofür ich vorher bestimmt 3 bis 4 Stunden gebraucht habe, komplett nochmal aufnehmen. Aber, als ich nochmal aber beim zweiten Mal wusstest du wenigstens, worauf du dich einlässt. Ja, das ist das Geilste. Das zweite Video ist meiner Meinung nach deutlich, deutlich besser geworden als das Einfach. Erste. Du kannst ja auch springen. Das ist das Coole an der Sache. Das heißt, im Endeffekt war es sogar ganz gut. Ja, das heißt, dass das zweite voll das krasse redaktionelle Format geworden ist, wobei der erste Eindruck gewesen wäre. Ja, der erste Eindruck war aber, okay, für 5 Minuten, okay, Spielabsturz. 5 Minuten, Spielabsturz. Hä, wie geht das denn? Beim zweiten Mal konnte ich 40 Minuten durchgehend aufnehmen, ohne dass irgendwas abgestürzt ist. Keine Ahnung warum, aber es hat dann funktioniert. Das war sehr, sehr gut. Ich flieg mal hier hin. Das hat sehr geholfen. Ich werde jetzt die NEIN! Die Perspektive jetzt genauso hinstellen und dann geht es einfach. Einfach so. Shift drücken und fertig ist sich. Lol. Und viele fragen, ob endlich mal wieder Keep Talking zurückkommt. Und ja, ja, wir haben gestern Keep Talking aufgenommen. Und zwar Christian, Sebastian als Erklärungsteam und ich als Diffuser. Das ist richtig. Das Problem hat so viele gefragt, wie Domi das immer sagt. Ja, die ganzen Kommentare schreiben dann, schreibt dann einer. Es wird immer mal wieder gefragt. Ach so, okay. Es ist jetzt nicht so, als wenn alles voll wäre mit Kommentaren deswegen, aber ich werde halt immer mal wieder gefragt. So. Und in den Kommentaren steht aber ständig, was für Mongo du bist, Jay. Ich glaube, es kommt Montag wieder. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Also alle Angaben hier sind wie immer komplett ohne Gewähr. Ja. Einfach komplett auf die Ideen verschiebt, einfach folgen. Ja, manchmal ist das ja, notwendig. Manchmal ist das sinnvoll. Ja, und manchmal denkt ihr einfach nicht drüber nach. Ja, das ist absolut korrekt. Manchmal kündige ich einfach den Minuten. Mann, ich kann diesen Sprung nicht! Obwohl Dating-Areale geplant war. Das war falsch. Na, das ist nicht schlimm. Wie geht das denn? Ich wollte aber nur mal deine Inkompetenz hier nochmal rüberspringen, Jay. Ja, aber hier ist alles. Ja, komm, ich kann das nicht. Mein Crop startet nicht. Mein Rechner startet vor langem neuem. Die Friseurin hat mir einen Hitlerbart gemacht. Bring doch einfach ein bisschen später. Nicht einen Hitlerbart, du Fotze. Nein, du bist zu früh gesprungen. Eine Hitlerfrisur. Außerdem war das ein Friseur und vor allem war das ein Italiener oder ein Türke. Wo denn? In deinem Intimbereich oder wo? Lustig, hier komme ich eigentlich fast jedes Mal. Aber dann ist auch fast der gleiche, ja? Da muss man ja auch mal sagen, Italiener oder Türke, ja, wo ist da der Unterschied? See no difference. Alles echt mal, die sind beide dunkel. Ja, alles Ausländer. So weit in Zürich nicht geben, ja? Ja, weiß ich nicht. Ich habe nicht gefragt, ob er Italiener oder Türke ist. Ja, oder Syrier oder Afghane oder was auch immer. Hat er dir am Ende mit einem Feuerzeug in die Ohren gehalten? Nein. Dann war es ein Italiener. Dann war Italiener. Das ist sowieso ein hochaktuelles Thema. Deswegen können wir ja mal über afrikanische Leute reden. Nein! Wurdest du angegrapscht? Ja, momentan ist das ja. Aubameyang ist Afrikas Fußballer des Jahres geworden. Voll geil. Ach krass. Cool, ne? Das cool. Finde ich auch gut. Nice, okay. Er hat sogar gesagt auf seiner Pressekonferenz. Ich hab mich so weit von der auf seiner Dankesrede, dass er. Dem BVB treu bleiben wird. Obwohl, das ist halt so, weißt du, nach Götze. Nein, das glaub Fußballer ich, nicht immer. Nee. Glaub ich glaube, Fußballer auch nicht mehr, egal wie er ist. Aber es ist natürlich schön, wenn das wirklich so durchzieht. Ja, ich finde es krass, dass das nicht tut. Aber nur wenn das auch so ein bisschen meins, Peter. Ja, gut, aber trotzdem kann er sich nach 2 Jahren Ach, du kleiner Schmorn. Ja, hoppala. Dann sagt man einfach, ich komme mit dem Trainer nicht mehr klar, ich will dem Verein zwar eigentlich. Ja, aber Peter, das ist ja nicht schlimm. Aber er schwört erstmal die Treue, das ist ja schon mal eine schöne Absicht.
Weißt du? Ja, wow, das hat Götze damals auch gemacht bei Dortmund. Ja, und dann haben sie ihm 50 Millionen geboten und dann ist er weggegangen, das kann ich auch verstehen. Ja, wow, und Arsenal bietet auch 57 Millionen angeblich. Ja, und dann wird er wahrscheinlich auch da wieder hingehen. Boah, wobei, je nachdem, wer bei Bayern neuer Trainer wird. Sollte der Wahrheit sein. Aber ich verstehe das nicht, dass die deutschen Spieler, die kriegen irgendwie, also die deutsche Mannschaft kriegen irgendwie weniger Geld. Nice. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Nice, ja, warte, nice, ich spring zurück, warte, ich spring zurück. Das ist die clevere Art und Weise, damit klarzukommen. Sehr gut. Jawohl. Jawohl. Boah, ich habe echt kurz überlegt, die beiden runterzuhauen, ne? Ja. Ja, ganz viele Leute haben uns gebeten, die typischen Adventure-Map-Regeln wieder einzuführen. Ich bin aber dafür, dass wir... Oh, cool. Bram ist runtergefallen. Der springt rüber. Flieg rüber. Ich bin noch dafür, dass wir noch nicht damit anfangen, sondern erstmal gucken, wie sich das einpegelt. Was hat der denn? Einpendelt. What the fuck, was ist das denn? Ey, Christian, komm rüber. Du warst doch... What the fuck? Nice, Bram. Und jetzt? Bram hat uns alle getötet. Du hättest aber auch mal warten können, bis wir alle fertig sind, oder? Warum? Wir dürfen doch immer springen. Ja, jetzt ist der Respawn. Ja, Christian defekt. War noch gar nicht hier. Wie Christian schon doch hier oben. Mein Respawn ist jetzt defekt. Der runtergeschlagen. Ja, aber wenn er das Ding berührt hat, spielt er das. Ja, das spielt doch keine Rolle, der hat das Ding noch berührt. Ja, mein Gott, du kannst doch trotzdem warten. Echt mal, Bram, ey. Haben wir das sonst immer gemacht. Jetzt echt piss mal, mich mal nicht an hier, weil ich das mache, was ich immer mache. Ach, weißt du, da wird er direkt wieder aggressiv. Ich meine das doch einfach. Wo ist denn die CD von hier? Die ist explodiert, aber hier kannst du neu haben. Warte, wie geht denn das rein? Aber wir können die Challenge nicht mehr schaffen. Aber Christian, ja, stimmt, was ich... Aber ich habe da alles auf Video, Peter, wie alles explodiert ist. Alles cool. Ja, whatever. Was ich noch gesehen habe, wie die vermeintlichen Afrikaner ja in Köln rumgehen und dann Leute nicht nur angrapschen, sondern ja auch hauptsächlich beklauen. Afrikaner sind keine sein. Syrier. Was? Ja, es geht aber tatsächlich. Sollen alle Syrer sein, oder nicht? Nein, es geht da wirklich um meist Nordafrikaner. Bist du denn da aufgekommen? Ja, du kannst das nicht mehr schaffen, du musst einfach fliegen. Das geht nicht anders. Wow. Wow, Bram hat uns echt den Spaß kaputt gemacht. Finde ich echt recht. Also einfach Game oder anders geht das nicht mehr, weil vorher waren hier die ganzen TNT-Blöcke und so weiter. Das wäre echt lustig gewesen, wenn wir da mit 5 Mann rüber gesprungen wären. Toll, Bram. Und die gehen dann halt hin und klammern dein Bein ein bisschen, also gehen auf Tuchfühlung mit dir, klammern dein Bein und währenddessen fummeln die bei dir in der Tasche rum. Echt? Suchen die nach deinem Penis? Klammern, ja, und dann suchen die nach deinem Penis. Okay. Ja, die klammern am Bein so ein bisschen, als wenn sie besoffen wären oder so. Tun sie so. Und dann fummeln die dir halt überall rum und dann merkst du halt nicht, dass du dein Portemonnaie verlierst und dein Handy verlierst und kannst du dich voll ausnehmen. Sepp, was möchtest du uns eigentlich gerade sagen? Ich habe irgendwann aufgehört zuzuhören. Ja, ich auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Dass du halt am Kölner Hauptbahnhof voll aufpassen. Ja, aber das ist doch schon. Ja, das muss ich bestimmt auch am Gießener Bahnhof, weil irgendwelche Deutsche mich beklauen wollen, Alter. Das stimmt gar nicht. Weißt du, als ob das alles nur Ausländer wären, ey. Gibt es Taschendiebe, boah, das ist ja ganz was Neues. Da gibt es immer die Durchsage, achten Sie auf Ihre Wertsachen. Ich wurde noch nie so angegammelt wie von denen. Wurdest du schon von denen angegammelt? Ja, dann sind die einfach noch nicht trainiert genug. Ja, ich wurde noch nie angegammelt wie von denen. Wurdest du angegammelt? Nein. Wenn ihr selbst seht, versucht doch einfach mal den zu beklauen. Versucht den einfach mal die Beine zu grapschen. Hier unten ist ein Spawnpoint, Sepp. Ja, das habe ich aber noch nicht gesetzt. Ich bin direkt weitergerannt. Gestern gab es einen sehr gut geschriebenen Kommentar unter dem Video, mit dem ich leider disagreeen muss. Und zwar ging es im Endeffekt darum, dass jemand geschrieben Peter hat, Leute, wie geht das denn? Leute, es ist schwierig, wenn ihr über politische Sachen redet, weil ihr logischerweise nicht allwissend seid und deswegen es gefährlich ist, dass viele Zuschauer einfach eure Meinung nehmen, ohne sich selbst zu bilden. Deswegen solltet ihr nicht über politische Sachen reden. Aber da muss ich leider über gar nichts reden. Ja, das ist halt das Problem, wenn du anfängst, die ganze Zeit... Boah, Jay, du kleiner Stinker! Inwiefern... Deine Mutter macht gleich hier! ...du Leute beeinflussen kannst und dich selber deswegen zensierst, ist das scheiße. Dann funktioniert das alles nicht, was wir hier aufgebaut haben, meiner Meinung nach. Ja, das ist der Grund. Vor allen Dingen, wenn Leute tatsächlich einfach, ohne sich selbst zu informieren, unsere Meinung annehmen, dann sind die schon so in einem komischen, begrenzten Denkfeld. Ey, Bram, Sepp ist noch gar nicht fertig. Was? Der war doch schon fertig. Jay hat mich runtergeschmissen, der war nicht fertig. Kleine Fummeltante, ey. Mach doch nichts, kommen wir wieder zurück. Sag doch das. Dass die halt alle möglichen anderen Sachen auch einfach so annehmen. Deswegen sehe ich das nicht als Grund, sich selber quasi zurückhalten zu müssen. Natürlich ist das richtig, dass wir nicht alles wissen, so nach dem Motto. Klar wissen wir alles. Und vielleicht auch falsch liegen und so weiter und so fort. Aber deswegen heißt das halt nicht, dass wir aufhören sollten, zu sagen, was wir denken. So. Also ich verstehe, was du meinst. Das halt weil wir ja ansonsten in allen anderen Bereichen alles wissen. Ja, nee, absolut eben. Korrekt.
Also wenn ich jetzt sage, das Spiel Minecraft ist der letzte Oberdreck, dann ist das richtig. Alles über Minecraft. Und zwar, weil selbst subjektive Meinungen wissen wir. Echt mal. Ja, aber ja, selbst wenn meine Meinung ist, Ausländer sind scheiße, ja, dann darf ich das doch trotzdem sagen. Ist halt nur dumm. Aber darf ich doch trotzdem theoretisch sagen. Also naja, ich meinte nur, es wäre sinnvoller, wenn wir uns da etwas zurückhalten würden, weil wir zu viele Leute beeinflussen. Ja, okay, das stimmt. Das ist wahr. Also ist Politik nicht voll oft nur eine Meinungsfrage und keine Wissensfrage? Alter, teilweise durchaus. Teilweise durchaus, das ist schwierig. Also, du könntest halt durchaus sagen, okay. Also eine Wissensfrage ist halt insofern, als dass man ja Hintergründe und so weiter wissen muss. Ja, stimmt, aber wenn dann irgendwie, ich meine, gut, jetzt aktuelles Flüchtlingsdebatte, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, Aufhebung des Mindestlohns kommt, das hat nicht eher eine Meinungsfrage als eine Frage des Wissens, ob das besser ist oder nicht, weil ganz ehrlich, so wissen, was danach passiert, weiß oder so keiner? Ja, keine Ahnung. Ja, eben, also wenn du überhaupt nicht weißt, was danach passiert, ist oder keine Ahnung, oder wenn du wir schicken Bundeswehrsoldaten in den Syrienkrieg und so Geschichten, ist da auch eine Meinung. Du weißt, sowieso nie alles, was dahinter steckt, weil meistens wissen halt die Politiker selber nicht mal alle. Sieht ein bisschen aus, wenn da die ganze Zeit Lemminge rauslaufen aus dem Loch, weißt du, wenn ich da hingucke. Sagen wir mal so, Fakten können bei der Meinungsbildung helfen. Irgendein Wichser hat mich da ganz oben. Ja, stimmt, natürlich, aber trotz alledem, nehmen wir zum Beispiel deutsche Soldaten in Syrien, das ist eine komplette Meinung, oder nicht? Ob das richtig oder falsch ist. Naja, was beispielsweise helfen kann, sind Prognosen, inwiefern der Einsatz tatsächlich sinnvoll wäre, also inwiefern der Leuten helfen kann. Ja, aber selbst das ist ja Kaffeesatzleserei. Ja, wahrscheinlich, ja, aber trotzdem. Hä? Aber ich meine, es gibt ja trotzdem Leute, die sind dafür und gibt Leute, die sind dagegen. Aber die sind ja nicht dafür oder dagegen anhand der Fakten. Kann mir jemand den Sprung erklären, den ersten? Einfach springen. Ja, einfach springen. Rennen und springen, Jay, das habe ich auch geschafft. Richtig ist. Ich hab den beim ersten Mal geschafft, den Sprung. Ich hab den nicht einmal bislang geschafft. Jay, du musst an die Decke gucken. Immer so. An die Decke gucken. Nicht an die Decke gucken, dann springst du weiter. Kommt dir einfach recht an die Decke. Ja, ich hab den Sprung noch nicht einmal geschafft, deswegen wäre an die Decke. Du musst aber später abspringen. Moment, jetzt müssen wir mal gucken, was hier die Problematik ist. Ich hab dann aber auch schon. Normaler Vierersprung, Peter. Peter, ich hab das. Das ist ein normaler Vierersprung. Beim ersten Mal habe ich den geschafft. Ihr müsst einfach später abspringen. Ich hab's und dann war Feierabend. Ja, war zu spät. Guck mal, Christian hat es geschafft. Nice, runtergesprungen. Peter Preutz hat die Vier-Schanzentournee gewonnen. Was sagt ihr dazu? Wow! Das war krass. Aber das ist nicht Daily, weil das ist schon vorgestern gewesen. Peter Preutz. Das heißt, zum ersten Mal ist kein Österreicher seit sieben. Fick dich. Seit sieben. Jahren hat kein Österreicher. Was war denn nochmal Vier-Schanzentournee? Achso, ich dachte, du verarsch mich. Skispringen. Sondern von wegen, interessiert mich nicht. Skispringen. Okay, interessiert mich nicht. Ihr seid Banausen. Ich fand das Sportbanausen. Als ich das gelesen habe, ja, habe ich direkt einen Haken in der Hose gekriegt. Sportbanausen, weil ich nicht kein Skispringen war. Hast du dich gefragt, ob der Skispringen gemacht hat oder gar nicht? Skispringen war voll krass, wie wir früher in der Schule immer gemacht haben. Ja, komm schon, du machst das, Chris. Skispringen. Ich check das nicht. Jawohl, nice. Jay, du bist der Letzte. Ja, das ist ja ich check dir nicht. Der erste Sprung ist halt eigentlich schwer. Ich hab den Sprung einmal geschafft. Komm, ich mach das auch mal, Jay. Mach das nochmal. Ich schaff den nicht. What the fuck? Boah, das ist ja gar nicht so einfach. Ich hab gerade auch Probleme damit. Ja, aber das ist ein normaler Vierer. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, in Adventure Map haben wir gelernt, dass das ganz häufig psychologischer Faktor ist. Ja, du hast halt manchmal sind Adventure Maps mit so 10 Vierern hintereinander, ja? Und du schaffst irgendwie den ersten nie. Aber wenn du den ersten schaffst, schaffst du die anderen eigentlich immer. Ja, genau, das ist halt das Bescheuerte, ja, okay. Das ist halt einfach ein echter schwieriger Sprung, wo du echt spät abspringen musst. Das ist das einzig Relevante. Ich mach jetzt jedes Mal einen. Okay. Das ist klar. Ist bei Nietalk oder was? Knapp 45 Sekunden lang dürfen wir uns. Oh, Jay, komm, du schaffst das heute noch. Ey, Christian, übrigens hat ganz viele deinen Kommentar falsch verstanden. Oh, das schaffe ich jetzt in 45 Sekunden nicht. Egal. Ja, dann hau rein. Sag da, ich bin jetzt viel schneller. Okay, hallo. Du hast ja gesagt, so diese ganzen Leute, die jetzt anfangen, die Frauen können jetzt nicht mehr vernünftig auf der Straße gehen, weil sie Angst haben und so. Die sollen gefälligst auch zu Hause bleiben, weil du... Ja, damit hab ich gemeint, Frauen sollen gefälligst zu Hause in der Küche bleiben. So hab ich das gemeint. Ja, genau. So hab ich das gemeint. So. Das ist so geil, wie Leute krampfhaft versucht haben, dir zu unterstellen, dass du das gemeint hast, obwohl du einfach nur meintest, dass die Leute, guck, die so jetzt direkt schafft, überreagieren und sagen so, oh nee, jetzt wo das passiert ist, können Frauen nicht mehr raus und ich trage hier auf keinen. Nein! Aber man muss Druck machen. Aber jetzt einfach voll Jay unter Druck setzen hier, obwohl noch gar nichts passiert ist. Hallo. Oh Mann, ey. Du hörst noch was?
Nein, aber das wird nichts mehr. So, oh. Warte. Wir bedanken uns an dieser Stelle vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt das nächste Mal. Lasst uns wissen, noch schaffen. Ja, Jay macht das. Noch ist er da, noch ist er da, noch ist er aufgehört. Ja, komm, und, ja. Oh, der letzte Schwung. Komm, Ficker! Du bist so ein Fixer, Mann! Okay, jetzt kommen wir auf. Damit beenden wir dann die Folge. Haut rein, bis morgen. Ne, stimmt gar nicht. Morgen ist Wochenende. Am Wochenende gibt's kein Daily Shit. Ja, geil, die Ansage darf ich jetzt jede Woche machen. Gib mir aber mal meinen Schnulli, gewidmet. Den, genau, irgendwann am Wochenende gibt eine andere Minecraft-Folge um 16 Uhr. Ab Montag geht's dann weiter mit Daily Shit. Spasti, ey! Schönes Wochenende. Tschüss! Kasse, Christian!